Dir gefallen meine Videos? Dann unterstütze mich doch via PayPal mit 1 Euro im Monat über patreon.com/masterjam. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Wenn mir langweilig ist, arbeite ich schreiend mit einer Kreissäge hinter einer Zahnarztpraxis. Wie macht die Wie macht die polnische Taube? Kurwa! Meine Nachbarin nimmt Klimaschutz total ernst und verzichtet deshalb darauf, Hundehaufen mit Plastiktüten einzusammeln. Toll. Ich trinke nur Wasser, Kaffee oder Alkohol. Ich bin also entweder gut hydriert, aufgedreht oder betrunken. Ist sauweich das Gegenteil von Eberhard? Ist es eigentlich okay, wenn ich den Elektrogrill mit Kohlestrom betreibe? Ich habe heute 2 Stunden lang den Garten verschönert, aber dann wurde es mir auf der Liege zu langweilig und ich bin wieder reingegangen. Ich will ja nicht sagen, dass es heiß draußen ist, aber auf dem Weg von der Küche zum Esszimmer war mein Käsebrötchen überbacken. Meine Frau ist schwanger und der Arzt fragte mich, ob ich schon einmal bei einer Geburt dabei war. Ich sagte, nur einmal. Er fragte mich, wie es war. Ich sagte, ziemlich dunkel, aber auf einmal wurde es sehr hell. Babykatzen so. Ich liebe dich so sehr, dass immer wenn ich dich sehe, dir mit meinen Krallen die Haut von den Knochen schaben muss. So süß. Mhm, Katzenliebe. Der Unternehmer heißt Unternehmer, weil er etwas unternimmt. Der Arbeiter heißt Arbeiter, weil er arbeitet. Wenn der Arbeiter aber etwas unternehmen würde, müsste der Unternehmer ja arbeiten. Mein erster Tag als Pilot. Ich schaue nervös nach unten und frage, wofür sind denn die Knöpfe hier unten? Der Co-Pilot, die halten dein Hemd zusammen. Chantal 12 hat eben auf Facebook verkündet, dass sie die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Zum 3. Mal in diesem Jahr. Manche haben aber auch einfach echt Glück. Mit welcher Währung zahlt man eine Country-CD? Mit Johnny Cash. Ich bringe heute nach der Arbeit meine Pfandflaschen weg und dann schauen wir mal, ob Grönland wirklich nicht zum Verkauf steht. Warum ist Eva entstanden? Gott schaute sich Adam an und sagte, das kann ich aber besser. Ui, ja. Er hatte aber recht. Man muss auch einmal Männershaming machen nach 220 Folgen. Ja. Wenn sich 2 Kiffer streiten, dann gibt es ein echtes Hanfgemenge. Niemanden kann man es recht machen. Gehe ich ungeschminkt aus dem Haus, sagen alle, Mann, siehst du müde aus. Trage ich Lippenstift auf, sagen sie, was stimmt mit dir nicht, Michael? Fast hätte ich einen Dampfreiniger gekauft, aber dann habe ich festgestellt, dass unser Dampf zu Hause eigentlich recht sauber ist. Ich habe gerade die Liste der Dinge gesehen, die man nicht mit ins Flugzeug nehmen darf. Toll. Ein Urlaub ohne Bengalos und Konfettikanonen ist einfach kein Urlaub für mich. Like und abonniere YouTuber. Like und abonniere YouTuber.